Moin Moin und willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect 3. Oh, ich merke jetzt, ist das ein 2 Reaper? Ich dachte die ganze Zeit, es wäre hier nur einer. Naja. Nicht, dass das die Lage irgendwie verbessern würde. So, wir sind immer noch auf der Suche nach General Victus. Der sich irgendwo in der Richtung hier befinden soll. Da ist Money. Das heißt eigentlich nichts Gutes. Na komm, wo bleiben die Husks? Husks? Put, put, put. Oh, was haben wir da vorne? Wahrscheinlich laufe ich genau da jetzt hin über Umwege, also einmal außen rum quasi. Mhm. Ja, keine Gegner, ich bin sehr irritiert. Das klingt übel! Okay, Beeilung! Kein Reaper nimmt mir den Primarchen weg. Direkt hinter ihm! Nicht den zweiten auch noch, ne? So, jetzt geht's auf der Fresse. Au. Au. Deckung erwünscht. Oh, das ist ungünstig. Hm. Au. Das hätte ich wissen müssen. Ich schaff's auch im Multiplayer immer, dass mir die Dinger auf den Kopf fallen. So, auf geht's. Du sollst. Ich liebe dieses Konzentrationsmodul. Macht das Spiel so viel angenehmer. So, wie läuft's denn gerade so? Au. Arschloch. Ach, Victus, da bist du ja. General Victus? Ja. Ich bin Commander Shepard von der Normandy. Ach, Commander, ich weiß, wer Sie sind. Ich bin neugierig zu erfahren, was Sie hierher führt. Bakarian, wo sind Sie hin? Schwere Reaper-Einheit auf der rechten Flanke. Sie sagten, schaffen Sie meinen Männern das Ding vom Hals. Sehr verbunden. General, Sie werden gebraucht. Ich nehme Sie mit. Es muss schon sehr wichtig sein, damit ich meine Männer und meine Torianischen Brüder und Schwestern mitten im Kampf verlasse. Hidorian ist tot. Sie sind der neue Primarch. Sie müssen einem Gipfeltreffen vorsitzen und ihr Volk im Kampf gegen die Reaper vertreten. Ich bin Primarch von Pelerin? Und verhandle für die Turianische Hierarchie? Ja. Ich war mein ganzes Leben beim Militär. Ich bin kein Diplomat. Ich hasse Diplomaten. Sie sind nicht qualifiziert, wieso? Ich halte nicht viel von Vorschriften. Und ich stoße andere gern vor den Kopf. Meine Familie ist seit dem Vereinigungskrieg beim Militär. Krieg ist mein Leben. Ich habe ihn im Blut. Aber diese Art Leidenschaft lässt einen rücksichtslos erscheinen. Auch wenn man es gar nicht ist. Der Krieg ist ihr Geschäft. In Zeiten wie diesen brauchen wir Anführer, die diese Hölle kennen. Das gefällt mir. Sie haben recht. Und diese Spezies zu vereinen erfordert viel Kraft, wie der Kampf gegen die Reaper. Sehen Sie diese Zerstörung, Primarch? Auf der Erde war es doppelt so schlimm. Ich brauche ein Bündnis. Ich brauche die Turianische Flotte. Ich muss mich von meinen Männern verabschieden.
Ohne ihn hier unten werden wir wahrscheinlich den Mond verlieren. Ohne ihn da oben werden wir wahrscheinlich alles verlieren. Unfassbar. Und da wollen die meine Meinung, wie man das beendet? Als C-Sicherheit-Officer und als Milizsoldat versagt. Und ich bin Ihr Berater? Glauben Sie, Sie können das gewinnen, Shepard? Darauf können Sie wetten. Ich bin sicher, dass es niemand sonst schafft. Egal um welchen Preis, ich bin dabei. Willkommen an Bord. Sind Sie bereit, Primarch Victus? Eins noch. Commander, ich verstehe, dass Sie unsere Flotten brauchen. Aber das geht nicht, solange meine Heimat brennt. Aber wäre Pelerin nicht mehr unter Druck? Das ist ziemlich viel verlangt. Wir brauchen die Kroganer. Ein Sieg ohne sie ist unmöglich. Wenn sie uns helfen, dann helfen wir auch ihnen. Kroganer. Ich glaube, ihr Gipfeltreffen ist gerade deutlich interessanter geworden. Ich bin ehrlich gesagt ein wenig enttäuscht. Die Asari haben diesen Weg schon einmal beschritten, Commander Shepard. Aber werte Ratsherrin, ich... Ich habe versucht, die Dalatras zu beruhigen. Zu behaupten, sie wäre erbost, ist eine gewaltige Untertreibung. Einige dieser Konflikte sind uralt. Höchste Zeit, damit abzuschließen. Leider ist jeder Versuch, all diese Gruppen zu vereinen, zum Scheitern verurteilt. Und sie verstehen sicher, dass wir keine Zeit verlieren dürfen. Die Reaper stehen schon vor unserer Tür. Mein letztes Wort. Es tut mir leid, aber die Asari kommen nicht zu ihrem Gipfel. Unser Bündnis wäre stärker mit den Kroganern. Sie brauchen sie, wie wir alle. Dann viel Glück, Commander. Leben Sie wohl. Commander, Admiral Hackett ist über Videoleitung verfügbar. Ja, Moment. Ich muss offen gestehen, ich bin ein wenig enttäuscht. Quasi, kleiner Spoiler dazu, wir kommen natürlich auch noch später wieder auf die Quarianer zurück. Und beim letzten Mal, als ich es gespielt habe, hatte ich ja quasi eine, hatte ich eine Romanze mit Tali als männlicher Shepard. Und da sind es doch, ich sag jetzt mal, ein bisschen intimere Dialoge zwischen den beiden. Es passt zwar irgendwie mehr zu Garrus Art, wie das jetzt gelaufen ist, aber ich bin offen gestanden wirklich ein klein wenig enttäuscht. Dass das, also gut, ich weiß nicht mehr genau, wie der Dialog sonst mit Shepard war, aber es wirkte halt echt recht normal. So als wäre das quasi das gleiche gewesen, auch ohne die Romanze. Finde ich irgendwie ein bisschen schade. Commander, haben Sie den Primarchen zu Ihrem Gipfel gebracht? Ja, Sir. Aber die Asari wollen nicht daran teilnehmen. Das werden Sie bereuen. Jetzt wäre Einigkeit wichtig. Immerhin werden die Salarianer kommen. Das klingt nicht sehr optimistisch. Wir holen auch die Kroganer dazu. Verstehe. Dann haben Sie ja alle Hände voll zu tun, Commander. Gibt es noch etwas, worüber Sie sprechen möchten? Ich glaube nicht, dass ich da irgendwas Wichtiges brauche. Das ist alles, Sir. Informieren Sie mich. Hackett Ende. Gut. Jetzt haben wir auch ein paar Turianer hier an Bord. Zum Beispiel den Primarchen. Haben wir? Ich glaube, mal gucken. Hier, wie sieht es momentan aus? Wir haben schon eine ganze Menge. Tigel? Ah, genau. So nennt sich diese Waffe. Der Tigel. Und wir haben ein paar ehemalige Cerberus angeworben. Ne, wir haben nur ihre Forschungsdaten. Na gut. Und wir haben natürlich jede Menge Kram von der Allianz. Gut. Das geht jetzt nicht, dann halt so. Jo. Was meinen Sie mit offline? Ich weiß nicht. Sie antwortet nicht und die KI-Kerndiagnose streikt auch. Sie sollten runtergehen. Auf Deck 3. Commander, die Kommunikationssysteme drehen durch. Was auch immer. Ja, ich guck's mir mal an. Ich weiß noch genau, was jetzt passiert. Das war hier hinten, ne? Edis KI-Kern, genau. Das war da, wo Legion vorher gepennt hat. Joker? Was ist das? Feuerlöscher, Commander. Vielleicht ein elektrisches Feuer oder so.
Wieso VI-Kern? Das ist ein KI-Kern, bitte. Ich kläre das. Edi, was ist denn? Möchten Sie über ein spezielles Thema sprechen, Shepard? Edi? Ja. Sie sind in Dr. Evas Körper. Nicht ganz. Aber ich kontrolliere ihn. Der Übergang war holprig. Übergang? Wir hatten eine Zeit lang keinerlei Kontakt. Korrekt. Als wir diese Einheit an Bord brachten, habe ich in ihrem Speicher Informationen über das Proteaner-Gerät gesucht. Dabei habe ich eine Falle ausgelöst. Notstrom und zusätzliche CPU wurden aktiviert und die Einheit wollte mich angreifen. Zum Glück erhielt ich Systemzugriff und konnte alles nach Bedarf umfunktionieren. Dabei kam es zum Stillstand. Daher das Feuer. Edi, Sie müssen uns bei solchen Vorfällen alarmieren und dürfen sie nicht alleine klären. Die Crew zu informieren wäre kontraproduktiv gewesen. Ihre Reaktionszeit hätte alle Hilfsversuche viel zu lange verzögert. Wenn Sie jetzt da drin sind, was ist dann mit dem Schiff? Ich existiere hauptsächlich im Schiff. Zur Steuerung sollte diese Einheit in Funk- oder Tidebeam-Reichweite der Normandy bleiben. Wollen Sie mit diesem Körper irgendwo hin? Die Normandy ist nicht für jede Situation optimal bewaffnet. Diese Plattform könnte begrenzte Bodenunterstützung leisten. Sie könnten also mit uns kommen? Ja. Dieser Körper kann Sie an Orte begleiten, die Normandy nicht erreicht. Vorher müssen Sie garantieren, dass dieser Mech keine weiteren Überraschungen in sich trägt. Lassen Sie Tests laufen und dann reden wir über den Einsatz in Kampfsituationen. Moment. Tests laufen. Abgeschlossen. Ich kann Ihnen einen vollständigen Bericht senden. Zunächst jedoch stelle ich die Funktionalität der Normandy wieder her und versichere der Crew, dass alles normal ist. Aber wundern Sie sich nicht, wenn die Crew sich skeptisch gibt. Ihr neuer Körper hat sie vor kurzem noch beschossen. Völlig richtig. Ich gehe auf die Brücke. Joker wird es auch sehen wollen. Darin sind wir uns einig. Jo, das ist witzig. Wir haben ein neues Teammitglied. Edi. Und die kann uns jetzt tatsächlich auch auf Missionen begleiten. Hat Technikfähigkeiten, kann Pistole und MP verwenden, wenn ich das richtig weiß. Ja, nichts sonderlich Spannendes eigentlich. Ich habe es aber so in Erinnerung, dass es gar nicht mal so eine schlechte Einheit eigentlich war. Vielleicht nehme ich sie in der nächsten Mission mal mit zum Angucken. Da ist sie auch schon. Hey Commander, sehen Sie sich meinen Co-Piloten an! Hat sie sich selbst in dem neuen Körper installiert, ohne ihre Hilfe? Commander, vertrauen Sie mir etwa nicht? Okay, sagen wir es so. Hätte ich gewusst, dass Edi sich in einem sexy Roboterkörper installiert, hätte ich dann wohl meinen Mund gehalten? Sehen Sie doch. Ich hätte einen Kuchen gebacken. Ich bin hier, Jeff. Ja, das sind Sie, Edi. Das sind Sie. Joker. Mal sehen. Hallo, Shepard. An persönliche Begrüßungen gewöhnt? Ja. Ich verarbeite neue Konzepte bereits beim ersten Auftreten. Wie kommen Sie mit Armen und Beinen zurecht? Ich bin gespannt, wie sich der Körper unter echten Kampfbedingungen verhält, wenn ich Sie dann mal begleite. Ohne Stresstests lässt sich nicht sagen, ob nicht gravierende Designfehler vorliegen. Im Moment finde ich alles adäquat. So würde ich Sie nicht beschreiben. Wir sollten unter vier Augen reden. Ich bleibe hier und fliege das Schiff. Worum geht es hier? Mag Joker Ihre neue Plattform nicht? Doch, schon. Er will mich auf der Brücke haben und sagt, es hebe seine Moral, wenn ich in Sichtweite bin. Shepard, sollten Ihre Crewmitglieder einen Befehl aus moralischen Gründen verweigern dürfen?
Unbedingt. Ich brauche niemanden im Team, der nicht selber denken kann. Warum wollen Sie so etwas von mir wissen? Cerberus hat mich entworfen. Ich habe keine Moral, die mit Befehlen von Vorgesetzten kollidieren könnte. Aber als Jeff meine KI-Fesseln entfernt hat, konnte ich meine Kernprogrammierung selbst verändern. Ich habe Jeff gefragt, ob ich etwas verändern sollte. Er hat nur Witze gemacht und ist ausgewichen. Und Sie bekamen keine Antwort? Korrekt. Er hat schon auf mehrere meiner Fragen so reagiert. Glauben Sie, ich sollte Modifizierungen vornehmen? Solange es das Schiff nicht beeinträchtigt, warum eigentlich nicht? Das können nur Sie selbst beantworten. Darum geht's beim freien Willen. Aber Moral sollte nicht in einem Vakuum stattfinden. Und wenn ich die Crew nicht frage, entgehen mir vielleicht entscheidende Punkte. Darf ich Ihnen die Fragen stellen, denen Jeff ausweicht? Nur, wenn Sie Zeit haben. Wenn es Ihnen hilft, gebe ich mein Bestes. Gut. Ich halte Sie auf dem Laufenden. Interessant. Okay. Ich denke, die nächste Mission können wir noch starten, welche auch immer das ist. Commander, Sie haben eine Nachricht von Lieutenant Commander Williams. Es geht ihr anscheinend besser. Oh. Ach du Scheiße, Treffen im Purgatory. Aria! Ah. Ja, da sollte ich mal hin. Ash? Okay, sie wird zum Spectre befördert. Stimmt, das habe ich auch vollkommen vergessen. Bitte um Hilfe. Special Tactics und Recon. Ah, das könnte die verbuggte Mission sein. Auf der Citadel. Ja, das klingt nach der verbuggten Mission. Wer ist denn das Wort? Thane! Ach! Thane hieß der Driller, genau, habe ich ja letztens mal überlegt. Genau, und der ist auch im Huerta-Krankenhaus. Genau, okay, ich glaube, ich sollte mal zurück zur Citadel. Vorher kurz eine Sache, wo müsste ich überhaupt hin? Eigentlich müsste ich dahin zur Cache, zum Kriegsgipfel. Dann möchte ich aber jetzt wirklich vorher noch einen Abstecher machen. Zur Citadel, weil da können wir, glaube ich, jetzt ein paar Sidequests machen. Und... nee, das ist was nicht. Das ist auch nicht. Okay, ich muss zum Massenportal fliegen. So ging es nicht. Ich kann mich auch erst noch hier ein bisschen umsehen. Ich glaube, das lasse ich erstmal. Ich fliege jetzt wirklich erstmal zur Citadel zurück. Und genau, dann gucken wir uns da erstmal ein bisschen um. Machen hoffentlich diese Sidequest. Ah, guck mal, wir haben jetzt schon neue Orte, auf die wir, wo wir hin können. Ist das zufällig? Kommando zurück, ich gehe erst zum Würgestund. Denn da kann ich dann noch diesen Obelisken abholen. Dann kann ich dann noch eine Sidequest auf der Citadel abschließen. Das wäre doch ganz nice. Ich habe etwas gefunden. Okay. Das könnte schon richtig sein. Credits erhalten. Na, nicht ganz richtig. Reaper im Anmarsch. Nicht schlimm. Na gut, Treibstoff. So. Merken, wo das Massenportal ist. Das Massenportal war auf der rechten Seite. Das ist gleich wichtig. So, dann wird hier irgendwo... Signal bestätigt. Dann wird hier vielleicht irgendwo das Ding sein, was ich suche. Wahrscheinlich da. Ja, Proteanopolis. Wunderbar. Den kann ich jetzt noch abliefern. Oh, verdammt, da ist noch ein Reaper. Ausweichen erfolgreich. Versuchen wir von da anzukommen. Ah, da ist das Tier. Reaper umgang. So. Man sieht vielleicht gerade, ich erinnere mich noch, wie man die Reaper verarschen kann.
Ah, noch ein Treibstoffdepot, sehr schön. Und weg bin ich. Sprung erfolgreich. Es ist halt eigentlich wirklich nicht schwer, die Reaper zu verarschen. So, einmal umdrehen. Und Massenverfall Sprung. Easy. Auf zum Serpentnebel. Und so werde ich halt später wirklich, dass diese Katze nicht mehr so laut ist. So werde ich halt später wirklich einfach immer ganze Systeme erkunden. Halt wirklich ganze Cluster immer wieder einfach rein, wieder raus, wieder rein, wieder raus. Nur um die Reaper zu verarschen. In Ordnung. Das nächste Mal können wir dann auf der Citadel landen. Einmal scannen. Und, ja, Sidequests machen. Viele Sidequests. Und wir können uns mit Thane und Ashley mal wieder unterhalten. Bis dahin. Ciao.